Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Dungeons. Ja, in der letzten Folge standen wir ja in der Wüste. Aber ich habe mich dazu entschieden, da ich ein bisschen mehr jetzt schon über das Spiel weiß und die Funktionsweisen, dass wir nochmal was nachholen. Das Tutorial wollen wir nicht. Um einfach da die Kisten zu holen und vielleicht noch besseren Loot zu kriegen. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Kistenjagd im Creeperwald. Und gucken, ob wir diesmal alle finden. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr Loot. Vor allem leveln wir. Und das ist jetzt schon Stufe 3, das heißt, es ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, die Story brauchen wir nicht nochmal. So. Weil, ich habe festgestellt, mir wurde das auch geschrieben, mit Tab hat man eine Karte. Eieiei. Okay, braucht da mehr Schaden auf den Messern. So, haben wir hier in der Ecke vielleicht was? Ich spiele es momentan noch mit Maus und Tastatur. Eventuell werde ich es demnächst mal mit dem Xbox-Controller probieren, den ich hier habe. Vielleicht geht das ja noch besser sogar. Ach ja, die geile Armbrust. Bam, 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 bam. Ich brauche bei dem jetzt noch mal wieder Pfeile. Ah, das war aber ein großer. Schön alles absuchen, die stehen ziemlich versteckt auf die Kisten. Bleibt mir weg. Lauf doch nicht weg. So. Da haben wir schon mal einmal Emerald. Gucken, vielleicht müssen wir gleich mal ein bisschen gamblen. Vielleicht kriegen wir dann noch ein bisschen besser Loot. Für was anderes habe ich die. Scheinen die Diamanten oder die Emeralds auch nicht zu sein. Nichts. Irgendwo meine Kiste kommen. Gut, die Kuh 4 unter Kollateralschaden. Aber die kill ich sowieso. Aber die droppen ja auch Zeug. Ja. Hier ist keine Kiste. Aber hier klingelt doch irgendwo was. Da. Ah, oh, der ist sogar besser. Na, mal schauen. Erstmal sammeln. Ich glaube, ich habe auch noch nicht die besten Artefakte. Obwohl, das ist schon ziemlich geil. Hier noch was? Irgendwo bimmelt hier auch was.
Ne, wo ist es denn? Das ist doch so ein Treasure-Geräusch. Oder ist es hier? Kann auch der Eingang gewesen sein. Ja, möchte ich rein, danke. So. Oh. Ach, können wir so wegmachen. Bäm. Nochmal ein besserer Bogen. Ah, da drüben lohnt sich die Explosion. Hm, schön. Irgendwas, nö. Oh, Level up, nice. Gucken wir mal, was haben wir denn bekommen? Da ist doch noch irgendwo was. Machen wir erstmal fertig, nicht dass die mir in den Hintern beißen. Nee, hier gibt's nichts mehr. Messer rein, Gedärme raus. Boah. Nee. Okay, was habe ich bekommen? Einen Bogen. Der ist gleichwertig. Ich habe 5 Verzauberungspunkte jetzt, was haben wir denn? Schnellfeuer, Sprenggeschoss. Okay. Probieren wir das doch mal aus, zu teuer. Okay, ein Level up brauchen wir noch. Okay, das ist schon irgendwie geil. So. Okay. Die Frage, wo müssen wir links? Da oben ist auch noch was. Ach, da kommen wir dann so hin. Ich laufe mal erstmal hier hin. Auf die Gefahr, dass das wieder auch falsch rum ist. Thank you.
Okay, ein paar Emeralds. Ah. Eine Kiste. Oh. Die Axt scheint mehr Schaden zu machen. Gleich mal gucken. Mr. Creeper! Oh, wie der noch weiterläuft. Okay, hier oben scheint nichts zu sein. Mach mal Creepy. Oh. Nice. Oh. Das war Overkill, Verschwendung. Aber ich glaube, muss noch mal zurück. Nee, hier ist nichts. Apfel nicht vergessen. In den Schacht gefallen. Okay, wir gehen mal zuerst hier oben in die Ecke. Irgendwo ist hier ein Geräusch. Ah. Okay, mehr scheint hier nicht zu sein. Ach, wir können. Oha, hier geht's noch weiter. Hier sind wieder so eine Lutschen. Hey, versteckt er sich unter Baum, der Sack? Und noch eine Kiste. Aber auch schlechter. Ja, hier sind aber diesmal Kisten versteckt.
waren wir schon? Ne, ich muss da hoch. Kann es sein, dass die Level länger werden, wenn man sie schwieriger stellt? Oder kommt mir das einfach nur so vor, weil ich das alles ablaufe? Okay, ich muss da rum, das ist so ein Bogengang. Hier scheint nichts mehr zu sein. Gehen wir mal über die lange Brücke. Haben wir hier noch ein Diamantenkesselchen bzw. Emeralds. Noch was? Ne, ist nur im Hintereingang. Oh, Apfel. Weiter. Keine Killer hier. Da haben wir noch einen. Jetzt komme ich hier ins Dorf. Reingehen. So ein Häuser gibt es aber nicht mehr, ne? Ne, gibt es nichts zu klicken, leider. Es ist nicht ein Spinnviecher. Nö, hier ist auch nichts mehr. Okay, der Exklusivfall ist schon irgendwie geil. Ist denn in der Ecke noch was? Nö.
gut. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge, ob ich das Level schaffe oder am Endboss verkacke. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, eine schöne Woche und ciao, ciao.